Darin, let's play. Und damit herzlich willkommen zurück zum Wolfenstein Let's Play. Alter, ist das... Wir standen gerade im Lüftungsschacht. Das ist ja kurios. Ja, auf jeden Fall willkommen zurück. Genau, ich erinnere mich, wir haben an dieser Stelle das letzte Mal pausiert, weil, die Aufnahme zu Ende war und weil die mir irgendwie Angst machen, die Typen hier. Hier sind anscheinend mehrere von den Dicken und habe ich den Schalldämpfer drauf? Ja. Und wir sind im Moment dabei. Jawohl. Also wir sind wieder auf der Erde, wir haben das Auge von London besiegt und wir müssen jetzt eigentlich den Rest des Widerstandes ausfindig machen, weil Frau Engel in der letzten Aufnahme zusammen mit ein paar Kollegen da unser Versteck auseinandergenommen hat. Und da gilt es dann jetzt... Verdammt. Ich glaube, wir machen das wie auf dem Mond. Die haben das ja nicht gescheckt, dass ich die abgeschossen habe. Wir machen das wie auf dem Mond und ballern die ab. Und wir müssen uns rächen. Ja, die merken das nicht. Die sind doof. Ich weiß auch nicht, was die für Helme haben. Alter. Ja, wenn der Helm wegfliegt, dann merken sie das. War vorher nicht. So, der hält die Fresse. Was? Hau doch mal ab, du. Das ist der Trick. So. Ein Kopfschuss reicht, wenn sie den Helm nicht hätten anscheinend. Und die Steuerung ist so komisch, ey. Das ist, wenn man... Ja! Das ist, wenn man eine Zeit lang nicht gespielt hat. Ich dachte schon, ich bin fast kaputt, weil er auf einmal so grau wurde, aber war doch nicht. Jawohl. Was, wo? Ach so, einer. Kacke, kacke. Mann, ey, da willst du hier schon richtig leise sein. Bist du eigentlich auch, aber dann doch nicht leise genug. Ja, du Sau. Komm doch. Komm. Der steht doch dahinter. Wisse was? Wie kam der denn jetzt dahin? So. Das war eine letzte, oder? Hallo? Nein. Ja, hier ein bisschen Gulasch mal wieder. Wo ist denn hier genau? Ja, wir sind jetzt gerade irgendwo in der Kanalisation. Wir sind ja von da... Nein, die will ich doch nicht. Von da oben geflüchtet. Und ich erzähle irgendwie dreimal das Gleiche. Jetzt! So. Und die Suche nach den Enigma-Codes beginnt schon wieder oder mal wieder. Und deshalb... Ah. Ja, vielleicht hätte ich hier auch einfach durchschwimmen können, ohne dass die irgendwie mitkriegen, dass ich da bin. Hätte man vielleicht auch probieren können. Aber ich baller ja in der Regel immer alles ab. Ja. Weil was tot ist, das kann uns dann nicht mehr irgendwie hinterher in den Weg kommen. Da müssen wir wohl her. 60 Leben nur noch. Toll. Schon wieder so ein Lüftungsschacht. Was denn? Hä? Was? Ja, keine Ahnung. Da oben kann man nicht her. Zumindest wir nicht. Ein 3-Meter-Mann könnte das eventuell. Hä, wir haben keine... Toll. Gar keine Munition mehr für die Waffe, sehe ich mal gerade. Kacke. Das ist die einzigste Schallgedämpfte. Ja, nein! Was ist das für ein Ninja? Willkommen zurück in Berlin, Blazkowicz. Eieiei. Ich passe auf, dass unser Hubschrauber nicht geklaut wird. Vielleicht können Sie was gegen die Angreifer unternehmen. Und passen Sie auf Wyatt auf, bitte. Er hat keine Munition mehr und kann sich nicht verteidigen. Ja, jetzt geht's ab. Jetzt hat's den Anzug und kann wieder laufen. Ja! Voll die Dead Space-Rüstung, habe ich auch schon mal gesagt. Die ist aber geil. Headshot, Headshot, Headshot. Hallo. So. Gib mal hier die ganze Rüstung her. Ja. Ja, ja, ja. Ach so, wir sind hier jetzt im Hangar. Bei uns. Ein kleines Hundeproblem ist gut. Da haben wir Granaten.
Ja, was wir noch mehr haben, ist das hier. Ey, Hündchen. Nein! Nein! Ja, natürlich. Der hat doch den Arsch offen. Ey, mein Bein, du. Spasti. Ich dachte schon, der beißt uns das Bein ab. Hundeproblem. Schalten Sie die Soll. Ja. Wir haben noch was vor. Leute retten. Es ist noch nicht vorbei. Wie die am Grinsen ist. Also, du hast gerade dein Zuhause verloren. Alle sind tot. Der grinst. Komm rein da. Ja. Das E drücken war irgendwie buggy. Ach, guck mal, der gibt's auch noch. Das ist ja famos. Weißt du das? So ein guter Junge. Jetzt bist du auf dich allein gestellt. Hab keine Angst. Wir sind alle allein. Immer. Auch wenn es nicht so aussieht. Jetzt musst du aufhören zu weinen und anfangen zu kämpfen. Ich wünschte, du könntest sie sehen. Die Kraft und die Stärke in dir. Max! Max! Hass! Hass! Max! Maxian hat, glaube ich, seine Schuhe vergessen, ist mir so aufgefallen gerade. Der ist barfuß, was nicht unbedingt von Vorteil ist. Naja, unser U-Boot. Haben wir auch noch. Das ist grausam, so zu träumen und dann in der Wirklichkeit aufzuwachen. Manchmal muss man sich wirklich daran erinnern, wofür man eigentlich kämpft. Es ist soweit. Nach dem, was wir über Totenkopfs Basis wissen, werden die Gefangenen in den unteren Etagen bei den Versuchslabors festgehalten. Der richtige Moment ist dabei entscheidend. Wir haben jetzt die Entschlüsselungscodes. Wir nähern uns unter Wasser, tauchen erst kurz vor der Basis auf. Sie zerstören die Außenmauer mit der Kanone und dringen in die Basis ein, so schnell wie sie nur können. Nun, sie werden das Feuer erwidern, deshalb müssen wir schnell abtauchen, um größere Schäden zu vermeiden. Dann bringen wir das Boot auf sichere Entfernung. Wenn Sie drin sind, dringen Sie in die unteren Stockwerke vor. Befreien Sie die Gefangenen, wir schicken den Hubschrauber rein. Sind alle dann sicher in der Luft, machen wir die Sprengköpfe scharf, zünden die Atombomben, ebnen alles ein. Wegen Totenkopf vom Erdboden. Passen Sie auf sich auf. Wir sehen uns auf der anderen Seite, Captain. Max Haas! Okay, ja, unter Wasser. Ich hoffe nicht wieder mit diesem komischen Gleiter-Ding, denn ich mochte die überhaupt nicht. Und wieso haben wir denn jetzt schon den Helm aufgesetzt? Ein bisschen früh, oder? Verbrauchen wir nur den ganzen Sauerstoff. Achso. Wasserschloss. Ja, okay. Hört mich jemand? Blub, blub. Machen Sie doch mal hier auf. Ja, hey. Ach so. Vorsicht auf dem Weg zur Kanone. Voll die Strömung. Guck mal, die drückt mich immer zurück. Die Strömung dürfte ziemlich stark sein. Ja, das merke ich. Kann's ja kaum laufen. Achtung, Lebensgefahr. Okay, ich glaube, ich brauche doch so einen Gleiter, weil mit Laufen kann man hier... Ach so, jetzt geht's schneller. Sekunde, Cap. Mache das Geschütz bereit. Du meinst doch nicht das fette Ding hier, oder? Komm näher. 200 Meter. 100 Meter.
Ja, was muss ich denn hier machen? 50 Meter. Nee, warte mal. Ach so. Oh, das ist aber ein dicke Bertha. Feuer, hier, hier, komm, links, links. Ja, dann sind eben da die Schutztechnologien, da können die nichts gegen machen. Jetzt einmal drehen und dann ist das Ding auch schon weg eigentlich. Wie die Brücke. Überraschung. So, ach guck mal. Vielleicht so ein bisschen abtauchen. Was ist denn da? Ist das schon wieder ein goldener Schatz oder so? Tatsache. Irgendwas haben wir da gefunden. Goldener Spachtel. Ja, ja. Anja, ich komm dich holen. So, die deutschen Bauarbeiter arbeiten mit vergoldeten Werkzeugen. Wollen Sie ihresgleichen befreien? Während Sie Ihre dreckigen Füße in diese Hallen setzen, vergessen Sie nicht, dass Sie sich einer Zivilisation entgegenstellen, die alle anderen übertrifft. Ja, ja, ja. Maschinenmenschen. Ich bin ein richtiger Mensch. Ist viel besser. Glaube ich. Abgesehen davon, dass Maschinenmensch wahrscheinlich mehr aushält, aber ja. Komm. Was hier halt rumliegt. Ja, hier sind schon voll die Gefängniszellen. Ich bin bei Ihnen zu Hause, General. Wird heute also Geschichte geschrieben. So. Ja, mit rumschleichen weiß ich nicht, ob das so klug ist. Bevor wir hier... Ach so, ich dachte schon, das sind... Nein, 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 nein! So. Der Hund hat den Braten gerochen. Alter! Da ist man gegangen. Sieht eigentlich ziemlich cool aus. Ein bisschen gruselig hier, diese Gestalt. So ein bisschen Darth Vader-mäßig. Ja. Was ist das? Macht und Wissens... Wissenssee, Wissenssee... Ja. Verdammte Scheiße. So. Wir müssen ja auch unbedingt die Pistole nehmen, beziehungsweise eigentlich ja nicht mehr. Das ist ja Verschwendung. Hab ich dich gefunden? Ich habe mein Zielwasser heute nicht getrunken. Tut mir leid, Leute. Also wenn ihr nicht schnell sterbt im Head, im Kopf, dann nicht, weil ich das extra mache. Ich möchte ja nicht, dass die leidet. Sollte ja direkt umkippen, so. Aber, ja. Ja, natürlich. Oh, die Wand ist mal eben weg. Verdammt, ich bin auch gleich weg. Ja, 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 ja. Nein! Alter! Zurück, zurück, zurück! Hier lagen doch noch ganz viele Leben rum, oder? Und Rüstung und alles. Hier. Rüstung schon mal, ist schon mal gut. Ja. Wir haben zumindest schon mal 90 Rüstung. Verdammt. Habe ich Sniper? Snipergewehr? Jawohl. Ein bisschen campen hier. Wobei, die sind so langsam, bis die hier sind. Jetzt steht er wahrscheinlich schon oben Ecke und ballert mich kaputt mit seiner Schrotflinte. Was habe ich gesagt? Nein! Okular TH3030. Das ist das Beste auf dem Markt. Von Thalberg Werker. Mit Dioptrie 5x65mm. Ja, das ist ein Ding. Ich glaube, der ist tot. Oder der läuft einfach nur nicht den Schutt runter, weil er Angst hat. Nee, der ist tot. Ja, ehrenvoll ist das hier nicht, aber ist ja egal. Das Ergebnis kommt's an. Am Ende. Ich sehe ja hier auch nichts wegen den... Ja, sicher.
Wegen den ganzen Fock da, also Rauch. So. Ich denke, wir sind wieder im Geschäft. Ist das hier Leben? Nein, das sind Steinfragmente. Weil die schönen Statuen hier abgeballert haben. Hier drin muss es doch Leben geben. Oder ist hier drin... Scheiße. Die können jetzt eine Granate reinwerfen und ich bin dann gearscht. Halt die Fresse! Ich glaube, das war der letzte. Boah. Umgucken, umgucken, umgucken nach Leben. Und Enigma-Code-Fragmente. Aber Leben gibt es hier irgendwie... Irgendwie... Ah, guck mal, da ist schon mal einer. Drei Stück gibt es hier nur. Das Level ist also relativ kurz. Dafür aber knackig, so wie es aussieht. Das geht ja schon direkt hier zur Sache. Ja gut, hier ist nichts mehr. An Leuten. Aber ein Leben auch nicht. Ah. Boah. Aschenbecher. Ach so, hier darf man noch drin rauchen. Das ist... Ja. Ja, ja. Verdammte Axt. Da gab es ja einen Trick bei denen. Da musste man erst Granaten werfen und dann am besten hier. Komm, nimm die. Granaten, war das? Ne, ich glaube, so war das. Ja, 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 ja. So. Ich bin ein Befreier? Ja, ja, ja. Werd ihr ein hässliches Gesicht? Schon im Spiegel geguckt? So. Ja, ja. Was? Mein Wille ist euer... Scheiße! Nur weil ich das da lesen musste. Ich bin wieder hier... Ich will wieder die Kultur hier verstehen. Fresse. Fresse. Ah, guck mal hier. Nein. Mann! Falscher Modus! Keine Munition mehr? Du hast ja nur zweimal auf mich geschossen. Was bist du denn für einer? Ja! Nein! Schnell, schnell, bevor der hier ankommt! Verdammt, das ist zu klein! Mach doch mal größer! Uiuiui! Nein, 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 nein! Boah! Meine Fresse! Ich weiß jetzt nicht, wo wir hier drin sind. Wir laufen irgendwo herum, so im Kreis. Ich hoffe, die kommen mir nicht hinterher. Weil ich da so ein komisches Geräusch von hinten gehört habe. Vollpfosten. Ach, da ist noch einer. So. Der ist kaputt. Da auf den Benzintank. Hier drin ist cool. Die meisten der Schrotkugeln, die kommen gar nicht hier rein, wo ich bin. So. Nur die wenigsten schaffen es. So. Wie viele Soldaten sie auch töten, wie viel Beton sie auch zerstören, sie werden mein Erbe niemals beschmutzen. Ja, ja, ja. Ich habe ein neues Zeitalter eingeläutet. Ein Zeitalter der Vernunft. Ach so, hier muss ich drücken. Mache ich gleich. Aber erst gucke ich hier. Ein Gorilla im Dschungel, der sich auf die Brust
Mach mal hier weg. So, jetzt können wir hier noch durchgehen. Vielleicht gibt es da ja noch so einen Enigma-Code. Das ist ja durchaus möglich, möchte ich meinen. Beziehungsweise in der nächsten Episode. Ja, wir sind in der Basis vom werten Herrn Totenkopf angelangt und gedenken, diesen noch auszuschalten und all die Gefangenen, die er noch irgendwie ganz unten haben soll, zu befreien. Und somit geht es dann auch in der nächsten Aufnahme damit weiter. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal.